Guten Abend, verehrte Zuschauer. Das Kreuz ist unsere Achillesferse, der gesamte Rücken, unser Schwachpunkt. Und jeder von uns weiß, wie gut Rückenstärkung tut. Durch Freunde, die uns eben auch einmal beistehen, den Rücken also stärken, statt uns auch noch das Kreuz zu brechen. Im umfassenden Sinne geht es also um Rückenstärkung. Und das, was da Muskeln, Bänder und Gelenke angeht, da sind wir selbst der beste Freund unseres Rückens. Aber wie? Was macht man, damit man weniger Rückenprobleme hat? Nun, es geht da nicht nur um die sogenannte starke Muskulatur. Es geht darum, dass Rücken- und Bauchmuskulatur unsere Wirbelsäule eben entlasten. Und dazu müssen die Muskeln nicht einfach kräftig sein. Dazu sollen sie auch nicht verspannt sein. Manchmal muss ein Teil gedehnt und nur ein Teil gekräftigt werden. Und wie kann man das lernen? Nun, zum Lernen geht man in die Schule. Also gehen wir in die Rückenschule und das bei uns in der Sprechstunde. Der Mensch stammt vom Affen ab. Doch im Verlauf der Evolution lernte er den aufrechten Gang. Aber der hat seinen Preis, denn die Wirbelsäule passte sich dieser Veränderung nicht an und wurde so vor allem im unteren Lendenwirbelbereich zur Ursache von Kreuzschmerzen. Der moderne Mensch ist mobil. Aber selbst bewegt er sich zu wenig. Stundenlang sitzt er im Auto oder im Büro. Er sitzt einfach viel zu viel und das auch noch falsch. Das kann einfach nicht gut gehen. Schmerzen im Rücken bleiben so meist nicht aus. Mit krummem Rücken auf dem Stuhl mag bequem erscheinen, aber gerade sitzen ist gesünder. Stehen wäre noch besser. Wer sich so in seinen Urlaub hineinschleppt, muss sich nicht wundern, wenn das Kreuz schmerzt. Besser nicht einseitig belasten, sondern das Gepäck auf beide Arme gleichmäßig verteilen. Und beim Heben von Gegenständen bitte in die Knie gehen. Endlich Feierabend. Die wohlverdiente Nachtruhe winkt. Jetzt kann man doch nichts mehr falsch machen. Der Körper, die Wirbelsäule soll sich entspannen. Aber das Bett sollte richtig sein. Nicht zu hart, nicht zu weich. Die Wirbelsäule soll nicht durchhängen. Ihre S-Form aber soll sie beim Liegen behalten. Geben Sie Acht auf Ihre Wirbelsäule. Ob der Pindelbauer aus Kötzting immer auf seine Haltung geachtet hat in seinem über 90-jährigen Leben? Oder hat er sich instinktiv richtig bewegt? Tatsache ist, dass er heute immer noch Feldarbeit macht, das Gras mit der Sense mäht und sich manchmal auch noch aufs Pferd setzt. Und Kreuzschmerzen, die sind ihm ganz fremd. Schauen wir uns einmal die Wirbelsäule an. Sie ist aufgebaut aus 7 Hals-, 12 Brust- und 5 Lendenwirbeln. Die einzelnen Wirbel sind durch die Bandscheiben voneinander getrennt. Diese sind elastisch und dienen als Puffer. Für die Stabilisierung der Wirbelsäule sorgen Muskeln und Bänder. Eine Verbiegung der Wirbelsäule lässt ganze Muskelgruppen verkrampfen, andere schwach werden. Sie können so zu Schmerzherden werden. Sie kommen wegen Rückenbeschwerden. Beim Orthopäden. Rückenbeschwerden nehmen deutlich zu. Eine Folge nicht nur der höheren Lebenserwartung. Auch immer mehr jüngere Menschen haben Kreuzschmerzen. Über 50% der Patienten, die zum Facharzt kommen, klagen über Rückenprobleme. Ja, also ich habe festgestellt, wenn ich längere Autofahrten mache, habe ich sehr starke Schmerzen hinterher. Ich habe festgestellt, wenn ich am Schreibtisch längere Zeit sitze, dann sind die Schmerzen also hinterher auch sehr stark. Und bei Gartentätigkeiten merke ich es eben auch. Ich untersuche jetzt Ihre Wirbelsäule. Wenn irgendetwas wehtut, sagen Sie mir das bitte. Die Wirbelsäule ist gerade. Es tut Ihnen nicht weh, wenn ich hier drücke. Nein. Hier über der Muskulatur. Auch nicht. Auf der Seite. Auch nicht hier unten. Auch nicht. Hier auch nicht. Nein. Ich schaue jetzt die Beweglichkeit der Wirbelsäule an. Bitte beugen Sie sich zu mir. Und bitte einmal nach rechts beugen. Bitte drehen Sie sich mal aus der Hüfte zu mir und bitte auf die andere Seite. Bitte beugen Sie sich mal mit den Fingern ganz zu den Zehenspitzen. Wenn ich die Wirbelsäule hier abklopfe, tut etwas weh. Nein. Sie dürfen sich wieder aufrichten. Von der Untersuchung her scheint
das zu bestätigen, dass Sie nur Verspannungen, Überlastungen haben. Wir machen ein Röntgenbild von Ihrer Wirbelsäule. Bitte ziehen Sie sich in der Zwischenzeit. Ich habe Sie nun untersucht. Wir haben zusammen die Röntgenbilder angeschaut. Man kann davon ausgehen, dass eine schwerere Erkrankung der Wirbelsäule sicher nicht vorliegt. Es handelt sich bei Ihnen um Überlastungsbeschwerden, das durch Fehlverhalten hervorgerufen wird. Ein bisschen klopfen, ein bisschen hin und her beugen, ein Röntgenbild, ist das alles? Kann man damit so viel heute sagen? Da ist man doch gewöhnt, dass aufwendige Untersuchungen und Messungen gemacht werden. Und das erwartet heute eigentlich schon jeder. Aber ist es so, dass gerade wenn es um den Rücken geht, der Arzt wirklich mit seinen Sinnen das Wichtigste schon einmal erfasst? Ist das so, Herr Dr. Laser? Sie sind ja Orthopäde und müssen das ja täglich durchführen. Sie sagen es ganz richtig, die Sinne spielen dabei eine große Rolle. Man hört, was der Patient berichtet, man sieht, man schaut, was hat er für eine mögliche Fehlhaltung und man tastet, man fasst ihn an. Und was ertastet man denn jetzt? Kann man wirklich sagen, das ist ja auch dieses Urärztliche, dass man auch Hand anlegt, davon kommt ja Behandeln, nicht? Dass man wirklich auch als Arzt spürt, da ist die Verhärtung, da ist die Verspannung, eben auch die Abweichung der Wirbelsäule. Und was sagt das aus? Wenn wir einen Patienten anfassen, also begreifen, dann begreifen wir vielleicht auch einige Schmerzsituationen, in denen wir bestimmte Strukturen als nicht normal erkennen. Ja, nicht normal, aber wissen Sie dann auch schon, was dahinter steckt? Wir können uns, wenn wir eine Struktur tasten, die nicht normal ist, können wir uns einen Reim drauf machen und können sagen, eine Muskulatur ist in einem bestimmten Gebiet verspannt, verkürzt. Und wenn diese Muskulatur auch auf Druck noch schmerzhaft ist, dann haben wir schon mal eine ganz definitive Aussage einer pathologischen Situation. Ja gut, aber der Patient will doch wissen, ist da was an meiner Bandscheibe, ist die möglicherweise verrutscht, sagt man dann so als Laie, und muss ich vielleicht irgendwann operiert werden? Das alles will er ja wissen. Und da reicht ihm möglicherweise nicht, wenn Sie ihn nur so untersuchen. Wenn wir überflüssigerweise sofort ein Röntgenbild machen. Ich sage absichtlich überflüssigerweise, weil wir festgestellt haben, dass das ständige, sofortige Röntgen wirklich überflüssig ist. Ja. Die Bandscheibe selbst ist gar nicht das Hauptproblem. Ja. Die meisten glauben zwar, es ist die Bandscheibe, die wehtut, aber das, was wirklich wehtut und was wir feststellen, das sind muskuläre Strukturen, Bandstrukturen, vielleicht Gelenkstrukturen. Und Frau Schmidt, Sie sind Krankengymnastin, Sie demonstrieren die Rückenschule im Vormittagsprogramm der ARD des Bayerischen Rundfunks. Und genau wenn es um diese Muskulatur geht, dann ist das ja genauso Ihr Fach. Sie werden ja auch der Krankengymnast wird ja auch nicht einfach nur anfangen zu üben, der wird sich das ja auch anschauen. Und daher wird er doch gleich von dieser Art, wo die Verspannungen sind, möglicherweise auch was sagen können, woher es kommt. Das wird man sicher sehen, wenn man den Probanden, möchte ich mal so sagen, auf sich zukommen sieht. Ja. An der Art, wie er geht, wie er sich bewegt, wie er sich hält, kann man schon Rückschlüsse daraus ziehen, wie er denn unter Schmerzen leidet. Und da hieß es doch im Film, der alte Bauer, der hat möglicherweise das intuitiv richtig gemacht. Ist das unser aller Problem? Haben wir die Intuition verloren? Was machen wir denn Ihrer Meinung nach hauptsächlich falsch? Ich glaube, wir haben das Gefühl für die richtige Bewegung verloren. Ja. Auch das Gefühl für die richtige Haltung. Wenn wir schon bei der Haltung sind, warum machen wir nicht gleich was Richtiges? Denn, verehrte Zuschauer, es soll ja unsere Sendung heute heißen Rückenschule. Und wenn das Rückenschule heißt, dann müssen wir ja auch nicht einfach nur da sitzen. Dann können wir im Laufe der Sendung immer schon mal ein paar Dinge zeigen, die Sie dann auch gleich zu Hause mitmachen. Also, wenn Sie jetzt so gemütlich in Ihrem Sessel sitzen, machen Sie doch mal gleich mit. Frau Schmidt, zeigen Sie uns doch mal, wie könnten wir jetzt gleich ein bisschen was zur Entlastung unserer Wirbelsäule tun. Ja, gut. Dann stellen wir doch mal die Füße parallel. Mhm. Stellen Sie nicht ganz eng, sondern hüftbreit. Und denken mal daran, dass wir die große Zehe genauso belasten wie die kleine Zehe. Dann orientiert sich die Beinachse danach. Dann legen wir unsere Hände an die Sitzfläche und ziehen das Brustbein langsam nach vorne. Und werden dadurch ein bisschen länger und länger und hören nicht auf in der Bewegung. Atmen ruhig weiter und geben wieder nach.
Wunderbar. Und wo gehen die Schultern hin? Gehen sie runter oder gehen sie hoch? Die Schultern gehen zur Wirbelsäule und zur Taille. Also nach hinten und unten. Mhm. Weil ja viele immer denken, wenn sie da mal sich dehnen sollen, dann machen sie meistens so. Ne? Richtig, richtig. Also dieses nach hinten und unten, was uns jetzt also schon so gut tut. Genau. Ah, und entspannen. Alles locker. Ja, wunderbar. Ich hoffe, verehrte Zuschauer, Sie haben auch gleich mitgemacht, denn jetzt sind wir schon wieder konzentrierter und können wieder weiterreden. Und das ist doch so was Winziges. Sind es nicht wirklich die winzigen Dinge, die wir einfach täglich beachten können? Es sind die winzigen Dinge. Und man sollte diese winzigen Dinge auch immer wieder in die Alltagsbewegung mit einbeziehen. Mhm. Ob man das jetzt am Arbeitsplatz mit einpflicht oder im Haushalt zu Hause. Ja. Das wäre die Möglichkeit zu lernen, wie es besser sein könnte. Denn, Herr Dr. Laser, da hieß es also nun, Sitzen sei noch schlechter als Stehen. Ist das eigentlich so? Ich glaube schon. Sitzen macht krank, könnte man ganz global sagen. Und Sitzen ist ja eigentlich nur eine Hilfssituation, um konzentriert zu arbeiten, um ruhig da zu sitzen. Wir könnten ja alles, was wir im Sitzen machen, eigentlich auch im Stehen tun. Aber das Sitzen erleichtert viele Tätigkeiten. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das so schlecht sein soll. Das müssten Sie ja vom Orthopädischen erklären. Denn wenn ich mir vorstelle, gerade die Stehberufe, ja, da geht's ins Kreuz, da verspannt man im Nacken. Meine Güte, wenn man sich doch bloß mal hinsetzen könnte. Warum heißt das hier so? Heißt es einfach die Zwangshaltung? Und beim Stehen könnte ich mich vielleicht auch besser bewegen. Wenn wir das Sitzen als schädlich ansehen, dann eigentlich nur deswegen, weil wir auf dem Stuhl oder auf dem Sitz eigentlich nicht physiologisch, das heißt körpergerecht sitzen. Das heißt, wir belasten die Wirbelsäule in einer Position, für die sie eigentlich nicht geeignet ist. Und das Allerbeste wäre aber laufen und sich bewegen. Das wäre sicher das Beste, ja. Und jetzt aber, wenn es da immer heißt, das ist so häufig und das liegt ja auch wirklich an der Art, wie wir gebaut sind, dass man so viel mit Rückenproblemen zu tun hat, dann gibt es das, was jeder von uns mal spüren kann und es gibt aber auch das, was dann wirklich Krankheitswert bekommt. Denken Sie, dass wir mit solchen regelmäßigen Übungen, die wir ja dann später auch noch genauer zeigen werden, jemand wirklich davor bewahren können, so schwere Rückenprobleme zu bekommen? Das Problem ist ja, dass dieses Bewahren schon von Kindesbeinen an hineingeschliffen werden muss. Es darf nicht sein, dass man zum Beispiel sagt, ach, das ist ein Junge, bei dem ist es egal, wie der die Füße setzt. Bei Mädchen schauen wir schon ein bisschen genauer hin. Mhm. Man muss beide Kinder in gleicher Weise in eine gute, in eine optimale Haltung führen. Und wer, gerade aus orthopädischer Sicht, hat aber nun doch leider schlechtere Chancen, was den Rücken angeht. Also welche Voraussetzungen die Krankheitswert haben, können also heißen, der bekommt wirklich mehr Probleme, da kann es auch mal zu einem Bandscheibenvorfall kommen, da ist mehr Verschleiß. Was sind da also für Ursachen? Wie sieht es zum Beispiel mit diesen sogenannten Beinlängendifferenzen aus? Das ist ein alter Streitpunkt, ob man eine Beinlängendifferenz unbedingt korrigieren muss. Mhm. Die Befürworter sagen, es gehört eine absolut gerade Achse in Bezug auf die Differenz wiederhergestellt. Und die anderen sagen, die Natur hilft sich selbst und korrigiert das von alleine. Ja. Das sind sicherlich persönliche Vorstellungen. Ich glaube persönlich, dass eine korrekte Beinlängenkorrektur durchaus notwendig ist, um mögliche Abweichungen und Fehlbelastungen zu verhindern. Denn das wäre also jetzt angeboren, ein Bein ist länger, eins kürzer, also steht das Becken schief, also versucht die Wirbelsäule auszugleichen. Und dann meint man eben, dadurch, dass die so eine Biegung macht, damit nachher oben der Kopf wirklich geradeaus ist, da wäre also mehr Verschleiß, der da ansetzt. Und Sie sagen, es gibt auch eine Meinung, die sagt, gut, die Natur hat sich da vielleicht drauf eingerichtet, wenn das von Kindheit an ist. Denn man hat doch auch große Anstrengungen immer übernommen, um solche Abweichungen zu korrigieren im Kindesalter, auch mit allen möglichen mechanischen Vorrichtungen, ist die Tendenz hier aber mehr Richtung Üben auch dort? Die Tendenz ist tatsächlich mehr auf Üben. Ja. Und wenn Sie jetzt mal global anschauen, wer eine Korrektur durchführt, Sie werden feststellen, dass immer mehr Orthopäden minutiös diese Beinlängendifferenzen tatsächlich korrigieren. Ja. Denn es sind nicht nur die Fehlbelastungen der Bandscheiben, die durch diese Beinlängendifferenz fehlbelastet werden. Es sind ja auch muskuläre Strukturen, die unterschiedlich stark ständig fehlbelastet werden. Ja. Wir wollen ja eine exakte, gleichmäßige Belastung der Muskulatur haben. Und was sehen Sie als häufigste Ursache für wirklich schwierige Schäden? Ich glaube, die häufigste Ursache in meinen Augen ist die
stereotype Fehlbelastung. Ja. Die ist ja nun zum Teil berufsbedingt. Es gibt ja Berufe sowohl im Stehen als auch im Sitzen, die tatsächlich aufgrund ihrer Ausübung eine ständige Fehlbelastung initiieren. Und genau da setzt ja wieder Ihre Arbeit an. Da heißt es doch wirklich, möglichst vom Beruf her auch in Gruppen zusammenzufassen und da zu üben, was ausgleicht. Das heißt, Sie müssen eigentlich genau wissen, was in welchem Beruf an Belastungen da ist. Das wäre notwendig. Ja. Deswegen finde ich es auch sehr schön, die Initiative finde ich so gut, von einzelnen Betriebsinhabern, Gymnastik am Arbeitsplatz anzubieten. Und genau das ist nämlich unser Stichwort. Auch bei uns hier, auch im Fernsehen, gibt es ja Mitarbeiter, die ganz besonders belastet sind. Und da wollen wir wirklich mal sehen, was Ihnen ganz speziell hilft und wovon möglicherweise Sie zu Hause auch anders haben, darüber nachzudenken. Traumberuf Kameramann? Wohl eher ein Problemberuf. Wie alle Berufe, bei denen einseitige körperliche Belastung gefordert ist. Fehlhaltungen führen zu Muskelverspannungen und diese oft zu chronischen Schmerzen. Beim Westdeutschen Rundfunk hat die Deutsche Sporthochschule Köln ein Rückentrainingsprogramm mit Kraftmaschinen für die Kameraleute aufgebaut. Erreicht werden soll eine gezielte Verbesserung der Muskelkraft durch Übungen im Wechsel von Be- und Entlastung. Ein Beispiel, das auf andere Berufe übertragbar ist. Ich hatte Probleme als Kameramann mit dem Rücken, ich Rückenschmerzen, wenn ich länger aus der Hand gedreht habe. Das ist ganz normal, weil wir einfach die Kamera auf der Schulter haben und eine schlechte Haltung, wenn wir die Schulter, um die Kamera ruhig zu halten, anziehen. Und dadurch hatte ich einfach Probleme im Rücken. War Ihre Wirbelsäule irgendwie schon verformt? Nee, die war überhaupt nicht verformt. Scheinbar war die Muskulatur einfach nicht gut genug für diese Dinge. Und das, was wir jetzt machen, ich mache das jetzt seit 6 Monaten, da ist die Muskulatur an der Wirbelsäule um einmal 40% nach 3 Monaten und dann nochmal um 14% nach weiteren 3 Monaten verbessert worden. Und dadurch habe ich überhaupt, fast keine Beschwerden mehr, weil die Muskulatur ist optimal jetzt. Ich hatte keine akuten Probleme, ich habe es hauptsächlich zur Vorbeugung gemacht, da in unserer Arbeit die Handkamera immer mehr gefordert wird und Sie wissen selbst, wie schwer so eine Kamera ist und um da Folgeschäden zu verhindern, habe ich dieses Programm mitgemacht. Wir testen jetzt die Kraft Ihrer Rückenmuskulatur. Dafür bitte ich Sie jetzt ein bisschen nach vorne zu beugen. Okay. Jetzt kreuzen Sie bitte die Arme vor der Brust. Dieses Polster hier ist fixiert. Und Sie versuchen auf mein Kommando, so fest Sie können, dieses fixierte Polster nach hinten wegzudrücken. Bitte mit dem Gesäß unten sitzen bleiben. Ich zähle 1, 2, 3. Zu Beginn der Rückenschule wird die tatsächlich vorhandene Kraft der Rückenmuskulatur gemessen. Sie ist Ausgangspunkt für den Trainingsaufbau, der so individuell gestaltet werden kann. 2 und 3. So fest Sie können. Und kommen. Und lachen. Und stopp. Prima. Gut, jetzt können Sie direkt aufstellen. Bei solch hochspezialisierten Einrichtungen stellt sich nun automatisch die Frage, was ist da nun eigentlich Therapie, was Vorbeugung? Braucht man diese Geräte in dem, was wir alle tun wollen, oder heißt es eben hier gezielte Behandlung? Wie ist das, Herr Dr. Laser? Das, was wir gerade in dem Film gesehen haben, bezieht sich im Wesentlichen auf tatsächliche Krankheitsfälle, bei denen eine solche Messung notwendig ist. In der Regel, wenn wir von der Rückenschule sprechen, dann haben wir es ja mit Leuten zu tun, die nicht unbedingt nun schwer krank sind. Ja. Bei denen braucht eine solche Messung gar nicht unbedingt voranstehen. Nein, und die könnten allerdings, und in vielen verschiedenen Einrichtungen gibt es ja überall Geräte einfach zum Üben, die könnten sie natürlich anwenden, einfach weil sie vielleicht damit mehr Freude und mehr Abwechslung hätten, manch einer. Ja sicher, die Therapie mit solchen Geräten macht ja einigen Menschen tatsächlich sehr viel Spaß. Ja. Ob nun der eine lieber mit Geräten arbeiten möchte oder lieber ohne Geräte vielleicht zu Hause, das sollte man ihm wirklich selbst überlassen. Ja. Aber die Chance, dass er daran arbeitet, sollte man ihm einräumen. Und ist dann nicht doch auch die Kritik gerechtfertigt, dass man sagt, das ist wirklich seine Sache. Dafür muss aber nicht unbedingt eine Kasse aufkommen. Denn nur weil ich was für meine Gesundheit tue, was sehr wichtig und sinnvoll ist, was wir ja alles wollen, muss ich aber nicht immer dafür bezahlt werden.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber Therapie, klar, so differenziertes ist eine wichtige Leistung und die soll auch durchaus von den Kassen getragen werden. Ja, natürlich, wir müssen die Therapie ohnehin von der Rückenschultätigkeit völlig abtrennen, denn Rückenschule heißt nicht Therapie betreiben, sondern einfach Prophylaxe betreiben. Und da kommen ja nun alle möglichen Einrichtungen in Betracht und dennoch werden auch Sie sagen, es ist aber so wichtig, dass auch wenn wir was vorbeugend tun, für die allgemeine Gesundheit tun, dass da aber ausgebildete Kräfte beraten können, denn ganz so ungefährlich sind diese verschiedenen Geräte ja gar nicht. Da kann ich mir ja auch ganz schön mit schaden. Ja, Voraussetzung für die Tätigkeit am Menschen im Sinne einer Haltungsverbesserung ist immer das Wissen um den Aufbau des Organismus und des Skelettsystems. Und dazu werden auch Übungsleiter und Krankengymnasten speziell zusätzlich ausgebildet. Aber das wäre doch auch ein Qualitätszeichen für, jetzt sage ich einfach mal, Fitnesszentren, wo ich ja eben als Gesunder reingehe, um gesund zu bleiben, dass ich da auch fachgerecht angeleitet werde. Haben Sie inzwischen Erfahrung, ob das doch auch besser geworden ist? Ich kann es nur hoffen. Ja, also sie hält sich ganz diplomatisch zurück mit der Beurteilung. Also sollten wir denjenigen, der hineingeht, anregen zu sagen, du musst beurteilen, ob du auch gut angeleitet wirst. Wenn das so ist, bist du im richtigen Zentrum. Ja, dazu gehört aber, dass man über sich selbst etwas weiß, dass man über die Funktionen seiner Gelenke etwas weiß und weiß, wann kommt der Schmerz und wie bewege ich mich am besten am schmerzfreisten. Ja, und jetzt sind Sie schon beim Schmerz. Ich meinte gerade das rein Vorbeugende, denn wir wollen ja doch sehen, dass wir eben nicht Schmerzen bekommen und dass jeder von uns angeregt ist, wirklich was für seinen Rücken zu tun. Und wenn ich schon wieder sage, jeder von uns, greife ich das Stichwort sofort auf. Wir haben hier gesehen, der WDR hat die Rückenschule für seine Kameraleute. Und wir machen unsere Sendung und regen unsere Kameraleute damit an. Der Bayerische Rundfunk tut ja viel auf diesem Gebiet, also heute ganz aktiv. Und was sollten unsere Kameraleute, die jetzt da hinter den Kameras stehen, tun? Bitte Kameras nicht loslassen beim Mitmachen. Zeigen Sie uns, was wir machen, auch gleich mit. Gut. Alle stellen sich fest auf ihre Füße, belasten die kleine Zehe genauso wie die große Zehe. Das haben wir vorhin schon ausprobiert. Wir machen uns ganz lang in der Wirbelsäule, nehmen die Arme jetzt neben den Rumpf, ganz gestreckt, weil dieses Streckgefühl sich auch auf den Rumpf überträgt, drehen die Daumen nach oben, werden ganz, ganz lang, ziehen jetzt die Schultern hoch und zum Rücken hinunter. Kreisen ganz ruhig, wobei das Wort kreisen ich gar nicht besonders liebe. Wir ziehen die Schultern hoch und ziehen sie zur Wirbelsäule hinunter und bewegen und spüren die Wärme in unserem Rücken. Und wieder locker lassen, dafür bin ich immer so ganz entspannen danach. Das ist ja auch, ist das nicht auch das, was wir so gut lernen können, wenn wir mal Tieren zuschauen? Ich denke so Hund und Katze, wenn die geschlafen haben, wie die sich recken und strecken und lang und dann springen sie munter. Das ist die Intuition, die wir ja so oft vermissen. Ist richtig. Ja. Wir sollten nur daran denken, dass Entspannen nicht gleichzusetzen ist mit Erschlaffen, sondern dass wir eine Spannungslösung erreichen, aus der heraus wir wieder Energie haben zur neuen Bewegung. Das zeigen uns die Tiere. Und wenn Sie nun schon sagten, Sie haben auch den Ausdruck Kreisen auch bei der Schulter nicht gerne, ist das nicht immer wieder das Problem, dass wir gerade bei der Halswirbelsäule nicht hinbekommen, dass immer jemand, der da was tun will, noch an dieses alte, ich darf es gar nicht machen, rumkreisen, denkt, warum ist das so schlecht? Es gibt Dinge, die sind so eingefahren in der ganzen Trainingslehre, die man sehr, sehr schwer herausbekommt. Ja. Das Kreisen innerhalb der Halswirbelsäule ist ja deswegen schlecht, weil die Bandscheiben ja an Flüssigkeit verlieren im Laufe der Jahre. Die Wirbelkörper sich zu sehr annähern und dann durch dieses unselige Kreisen Schmerzen erzeugen über die Nerven, Gefäße und genau. Und das bedeutet eben, natürlich sollen wir der Halswirbelsäule Gutes tun, indem wir dehnen, aber immer, wie wir es auch vorhin gemacht haben, Tendenz eben Kinn nach vorne und nicht in den Nacken. Genau das tut weh. Denken Sie also dran. Machen Sie auch schön mit. Und wir kommen jetzt wieder ein Stückchen weiter und befassen uns mit dem, was man nämlich auch ohne Geräte kann. Da sind wir doch schon dabei. Schauplatz Büro. Immer mehr Menschen arbeiten sitzend. Und oft sitzen sie falsch,
Der Rücken wird strapaziert. Er antwortet mit Schmerzen. Ja, ich sitze sehr viel am Bildschirm und habe also bemerkt, dass ich abends dann relativ oft Kopfschmerzen und Verspannungen im Nacken und auch im Lendenwirbelbereich gehabt habe. Und wie das dann angeboten wurde von der Sparkasse, diese Rückenschule zu besuchen, habe ich gedacht, das wäre mal eine Möglichkeit und so privat geht man ja dann doch immer nicht so gern. Und dann habe ich mir gedacht, ach, gleich nach dem Geschäft, das magst du mal mit. Und das hat mir also schon irgendwas gebracht. Was haben Sie denn gelernt? Man hat also uns gezeigt, was man eigentlich für Fehler macht, wie man falsch sitzt, dass man sich eben hängen lässt, Buckel macht, dass man so aufrecht sitzen soll und solche Sachen, die man eigentlich unbewusst macht und gar nicht so bemerkt hat, was man eigentlich alles falsch macht und dass es eben berichtigt war und wie man es richtig macht. Hände nach vorne, schulterbreit und Sie schieben die Schulterblätter hinter an die Wirbelsäule. Teilnehmer der betrieblichen Rückenschule in der ersten Stunde. Hier wird nicht an Fitnessgeräten gearbeitet. Die Übungen sollen zu Hause problemlos wiederholbar sein. Nicht nach oben wegschieben, gerade nach vorne. Nach hinten und nach vorne wegschieben. Und der Bauch bleibt immer unter Spannung. Nicht mit dem Oberkörper vor- und zurückschwanken, ne, sondern gerade stehen bleiben vom Oberkörper. Bauch ein bisschen einziehen. Ihr Schambein Richtung Bauchnabel hochziehen und jetzt Hände nach vorne schieben, weit vor. Und weit zurückschieben. Wert gelegt wird auch hier auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und manche Übung lässt sich auch in den Büroalltag integrieren. Ja, uns wurden da Übungen gezeigt, die man relativ einfach am Arbeitsplatz machen kann, wie zum Beispiel hier mit diesem Bleistift, den man einfach so in die Hand nimmt, auseinanderzieht, aufrecht dabei sitzt. Das entspannt also die Schultermuskulatur, die Schulterblätter. Wir machen jetzt eine Übung zur Stabilisierung Ihrer Rückenmuskulatur und der Bauchmuskulatur. Es nennt sich der Cowboy und ist ganz einfach. Sie fangen einfach auf dem Ball an zu hopsen. Der Cowboy ahmt die Situation und Position eines Reiters nach. Nicht von ungefähr, denn der gerade Sitz und die rhythmische Belastung sind wahre Bandscheibengymnastik. Richtiges Haltungs- und Körpergefühl werden vermittelt. Brust aufrichten, Kinn geht ran an Ihren Hals, ganz gerade sitzen. Jawohl. Gut, Sie merken schon, bei dem Hopsen richtet man sich automatisch auf. Ja, und wenn Sie das länger machen, dann kräftigt es Ihre Rücken- und Bauchmuskulatur. Und wieder langsam Halt. Und noch harmonischer im Bewegungsablauf und dann auch wieder sehr zur Therapie geeignet. Wir kennen therapeutisches Reiten und jeder von uns könnte das auch ohne Ball machen durch sogenannt aktives Sitzen. Und so eine leichte Andeutung einer Übung zeigen wir Ihnen nachher noch, kommen jetzt aber wirklich mal zu diesem Grundbegriff Rückenschule. Herr Dr. Laser, Sie sind Mitbegründer. Und was verstehen Sie denn nun wirklich unter Rückenschule, wenn wir es wirklich mal zusammenfassen? Unter Rückenschule verstehen wir das Erziehen zur besseren Haltung und zur Aufgabe von rückenschädigenden Haltungsabläufen. Und jetzt stellt man sich da also Übungen vor. Und da wird man wohl auch in der Schule unterscheiden, was hilft, akute Schäden zu verhindern, was hilft, auf Dauer vorzubeugen. Da gibt es eine ganz besondere, vor der wir immer wieder hören, wenn es heißt, so kriegt ihr am leichtesten einen Bandscheibenvorfall, das müsst ihr vermeiden. Worum geht's da? Es geht um eine ganz spezifische, übliche, täglich zu sehende Fehlhaltung oder ein Fehlverhalten, in dem wir Gegenstände, die müssen gar nicht so furchtbar schwer sein, in einer gebeugten Rückenhaltung hochheben und den zweiten Fehler, den wir dabei noch begehen, wir rotieren gleichzeitig, indem wir den Gegenstand hochheben. Das ist fast eine Garantie, einen möglichen Bandscheibenvorfall bekommen zu können. Um das zu übersetzen, also da steht das Gewicht, ich verdrehe mich gleichzeitig und dann versuche ich es hochzuheben und das kann also den Knack da verursachen. Dann möchte ich aber auch gleich eine Kritik anbringen. Das ist auch etwas, was man überall sieht. Da heißt es immer, am Körper hochziehen, in die Knie gehen, immer in die Knie geben. Ist es denn nicht ohnehin so, dass die Knie die belastetsten Gelenke sind und dass wir eben gerade nicht aus Kniebeugen heraus auch noch Gewicht anheben wollen? Muss man hier nicht auch sagen, wir müssen differenzieren, wir müssen mal überlegen, was gibt es für Hilfsmöglichkeiten? Möglicherweise muss man auch einige Übungen abwandeln. Sie haben vollkommen recht. Die Knie leiden sicherlich, wenn wir solche Übungen, die propagiert werden, ganz exakt durchführen. Mhm. Es gibt kleine Hilfsmöglichkeiten. Zum Beispiel denken Sie daran, dass wir, wenn wir einen Gegenstand mit einer Hand hochheben, vielleicht die andere am Knie abstützen oder am Auto an der Einstiegshilfe zum Beispiel. Macht man doch auch wieder fast automatisch. Damit komme ich wieder dahin zurück, dass wir auch wieder mehr spüren können,
auch lernen sollen, wieder intuitiver mit dem Körper umzugehen. Und wenn wir nun auf die Prophylaxe, also das Vorbeugen auf lange Sicht gehen, um welches Gleichgewicht geht es da, das wiederhergestellt werden soll? Es geht in diesem Fall um das muskuläre Gleichgewicht, was bei den erwachsenen Menschen heutzutage fast durchwegs aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir sagen auch, die haben eine muskuläre Dysbalance. Und diese Dysbalance ist eine zum Teil sehr schmerzhafte Entwicklung, eine Fehlsteuerung der muskulären Situation. Und Beispiel dafür, ich habe vorhin gesagt, jeder denkt beim Rücken an die Rückenmuskeln. Ganz wichtig ist aber zum Beispiel auch der Bauch und noch einiges. Wir wissen ja, dass die Rückenmuskulatur als Gegenspieler die Bauchmuskulatur hat. Ja. Wenn einer dieser beiden nicht richtig funktioniert, dann kann das mittelständige Organ, nämlich die Wirbelsäule, nicht richtig funktionieren. In der Regel, und das zeigt sich im Alltag, sind die Rückenmuskeln zu kurz, während die Bauchmuskeln zu schwach geworden sind. Ja. Das ist eine solche muskuläre Dysbalance. Genau, das stellt man sich ja vor wie ein Brückenpfeiler, der aufgehängt ist. Die Wirbelsäule wird eben am besten gehalten von Rücken- und Bauchmuskulatur. Und damit sind Sie wieder dran. Und wir bitten Sie, zeigen Sie uns doch eine Übung, die wir alle mitmachen können, wo wir eben was für Bauch und Rücken tun. Ja, dazu stellen wir wieder die Füße parallel, belasten die große und die kleine Zehe, genauso wie die Fersenmitte. Wir richten uns in der Wirbelsäule auf, schieben das Brustbein vor, das Kinn zur Kehle hin, machen einen langen Hals, öffnen die Arme und ziehen jetzt zusätzlich die Bauchdecke an. Denken Sie daran, ziehen Sie Ihren Bauchnabel nach innen und fangen Sie jetzt an, ganz leicht mit dem Rumpf zu pendeln. Ganz, ganz leicht aus der Hüfte heraus pendelt Ihr Rumpf hin und her. Ihr Brustbein geht nach vorne und wieder zurück. Sie sind ganz, ganz lang in der Wirbelsäule, lassen nicht nach. Und nach einigen Wiederholungen spüren Sie, wie die Muskulatur warm wird. Vielleicht durch die Anstrengung, die ungewohnte, aber auch durch die Bewegung. Ah, und damit wir uns nicht überanstrengen, hören wir auch gleich wieder auf. Und Lacken schön locker lassen, jeder locker lassen. Und weil es doch jetzt gerade schon so schön beim Üben ist, da wollen wir doch auch mal wieder zuschauen, wie solche Anleitungen weiter funktionieren. Schauplatz, der Kurpark in Kötzting. Eine Rückenschule für jedermann. Hier wird sie von der AOK in Zusammenarbeit mit dem Kneippverein organisiert. Es ist so, dass eigentlich die Rückenschule von der gesamten Bevölkerung sehr positiv aufgenommen wird. Ich habe Patienten von jung bis alt, kann man sagen, auch schon die Rückenschulen in Firmen durchgeführt, was sehr positiv eben auch war für das gesamte Klima, weil das eigentlich manchmal sehr lustig abgeht und es ist ganz locker, es ist nicht steif. Es ist nicht so, dass man nur immer ganz starr sein muss, sondern es wird sehr, sehr positiv aufgenommen, muss ich sagen. Also es ist für jedermann, aber es soll hauptsächlich vorbeugend eben wirken. Und man hat als Krankengymnast auch die Möglichkeit, eben auf Haltungsschäden aufmerksam zu machen, die eventuell durch eine individuelle Krankengymnastik zu beheben sind, sodass der ein oder andere Patient dann von einem Bandscheibenvorfall eben abzuwenden ist. Und dadurch ist auch die Halswirbelsäule jetzt in einer richtigen Stellung. Und wie ist das jetzt so, das Sitzen? Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt anstrengend ist? Oder? Momentan ist es noch anstrengend. Noch anstrengend? Ja. Sie sollten aber das ganz locker machen und ruhig den Bauch richtig locker rausschieben. Gell? Geht? Mhm. Jawohl. Gut. Wir gehen jetzt dann vier auf die Matten. Und zwar wollte ich das immer so machen, dass wir eventuell da zu zweit zusammengehen. Und dann eben die Dehnung machen der Ischiokoral, also der Oberschenkelrückseite. Passt das so? Hat jeder Dehnungsgefühl? Oh. Jawohl. Ungefähr so 10 Sekunden in der Dehnung bleiben und dann wieder runter. Und dann wieder runter und eine Pause. Nach meiner vierten Schwangerschaft wurde mir ein leichter Bandscheibenprolaps diagnostiziert und daraufhin wurde ich zur Rückenschule geschickt bzw. zur Krankengymnastin und ich versuche in der Rückenschule das richtige Stehen und richtige Sitzen zu üben, um das
Bandscheibenvorfall praktisch nicht zu verstärken. Ja, zur Vorbeugung und auch, ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule. Und dadurch mache ich das und das ist sehr gut. Ich bücke mich bewusster, also ich gehe in die Hockeybeinbücken, ich setze mich bewusster, ich habe ein spezielles Kissen, das verstärkt, dass die Beine sich nach vorne und der Po sich hebt. Also ich versuche daran zu denken, dass ich mich beim Treppensteigen, beim Oberkörper nach aufwärts wende, wenn ich etwas trage. Der ganze Körper ist irgendwie leichter, nicht mehr so verkrampft. Und die ganzen Bewegungen, vorher habe ich immer Schmerzen gehabt und das hat sich alles viel gebessert. Fingerstrecker drehen nach oben, Faust machen, reinziehen. Gut. Fingerstrecker drehen hoch, passt. Beide machen bitte. Das ist immer im Lendenbereich so. Das ist nicht richtig, man muss mehr hinten ausschirmen und da anheben. Hinten bleiben. Ja, und jetzt weitermachen. Gut. Faust zusammen. Noch mehr Hohlwölbung im Lendenbereich. Rückenschulen werden im Land flächendeckend angeboten. Und genauso wichtig wie die Übungen selber ist, dass man Spaß dran hat, dass man es gerne macht. Denn nur so behält man das ja auch bei. Diese Übungen sollen doch nicht nur da gemacht werden, wo man sie lernt, sondern immer. Ist das nicht gerade eine Sache des Alltags? Beim Autofahren, am Schreibtisch, überall diese Kleinigkeiten. Es ist sicher eine Frage des Alltags und wie man sich dort verhält. Aber man kriegt ja auch wunderschöne Hilfen, dadurch, dass man ein breites Sportangebot präsentiert bekommt. In jedem Ort existiert zum Beispiel ein Sportverein, wo man heute wirbelsäulenfreundliche Gymnastik angeboten bekommt. Und merken Sie das eigentlich schon in der Praxis? Werden die Rückenschmerzen schon weniger? Ich glaube schon. Also das ist sicherlich nicht nur eine subjektive Feststellung von mir. Es gibt sicherlich sehr interessante Studien, die in Deutschland durchgeführt wurden, wonach man nachweisen konnte, dass tatsächlich die Rückenschulteilnehmer der letzten Jahre wesentlich weniger an Rückenschmerzen leiden als die anderen. Ja, nicht? Und wir wollen noch mal betonen, es ist nicht immer nur die spezielle Einrichtung oder der spezielle Kurs, es ist das breite Angebot in jedem Sportverein, denn die Sportlehrer müssen ja genauso ausgebildet sein. Die müssen ausgebildet sein. Wir sagten es ja schon, sie müssen Grundkenntnisse haben, anatomische, und aus denen heraus entwickeln sie ihre Programme. Und damit wir alle gleich locken, dann zeigen wir doch noch mal eine Übung, die Lehrer und alle mitmachen können. Denn jetzt gehen wir ein bisschen weg nur vom Rücken in der Kurzform und sagen, er setzt sich ja fort bis oben hin, nämlich in den Nacken. Und wer hat es da nicht immer mal sitzen? Und vielleicht eine Übung, die man wirklich zwischendurch machen kann, einfach am Schreibtisch und wo auch immer oder auch mal vor den Schülern. Dann setzen wir uns wieder in die Position, die wir jetzt schon mehrfach eingenommen haben, machen die Wirbelsäule ganz lang, öffnen die Arme, ziehen das Kinn zur Kehle und versuchen, unsere Wirbelsäule, unsere Halswirbelsäule ein kleines bisschen länger zu machen, als wollten wir mit dem Scheitel die Decke erreichen. Und dann drehen wir das Kinn zur Schulter hin auf der einen Seite, so als wollten wir über die Schulter gucken, was macht denn mein Nachbar da? Und dann drehen wir bei langer Wirbelsäule das Kinn zur anderen Seite hin und schauen, was der andere Nachbar macht. Und wie geht's, Frau Meier? Und dann schauen wir zur Mitte und ziehen das Kinn nach unten und spüren, wie die Muskeln da hinten einfach länger werden und werden wieder ganz, ganz, ganz lang und geben nach. Und entspannen, und leider, leider ist die Sendezeit zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden und liebe Zuschauer, machen Sie ruhig die Übung noch ein paar Mal und Sie werden staunen. Tatsächlich, da sitzt ja Ihr Mann neben Ihnen. Tatsächlich, da sitzt ja auch die Kleine. Schau an. Und damit eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.